Die nächste Frage. Mein Name ist Ulrich, ich bin von der BZ und ich würde gerne wissen, seit wann bieten Sie in Deutschland diese Heilungsgottesdienste an und was für Fälle haben Sie da schon geheilt? Когда вы начали проводить эти собрания в Германии, и können Sie nochmal wiederholen, das letzte? Welche Fälle haben Sie da oder was für Fälle haben Sie da schon geheilt bei diesem Gottesdienst? И какие болезни вы исцеляли вот на эти собрания? Собрания в Германии мы начали проводить несколько лет назад. Можете еще раз повторить? Собрания в Германии мы начали проводить несколько лет назад. Die Gottesdienste in Deutschland haben wir schon vor einigen Jahren durchgeführt, also wir haben vor einigen Jahren damit angefangen. И на вопрос, какие болезни я исцелял? Und auf die Fragen, welche Krankheiten ich geheilt habe? Я должен вам ответить так. Muss ich euch folgendermaßen antworten? Я сам никого не исцелял. Ich selber habe niemanden geheilt. Я такой же человек, как все. Ich bin genauso ein Mensch wie ihr alle. Я просто молюсь Богу. Ich bete einfach zu Gott. А исцелить может только Бог. Aber Gott kann nur heilen. Also nur Gott kann das tun. И кроме Бога. Und außer Gott. Никакой человек. Kann kein Mensch. Включая меня или кого-либо другого. Kein не может, Mensch, zum Beispiel ich oder jemand anderes. Не может дать исцеление кому-то из людей. Kein Mensch kann irgendjemanden heilen. Мы можем просто просить Бога. Wir können Gott bitten. О его милости. Um seine Gnade к больным людям. Bezüglich der kranken Menschen. Спасибо, следующий вопрос. Wir danken Sie. Die nächste Frage. Herr Thies, Schnackspiegel Online. Dann frage ich mich im Anschluss daran, wie Sie dann so eine Wunderheilung versprechen können für Ihre Veranstaltung, wenn es doch nicht Sie selbst sind, der das macht. Danke für diese Frage. Он спрашивает, как вы вот можете обещать вообще, что человеком будет исцеляться? Как вы вот вы говорите, что человек он получит исцеление? Я всегда обещаю людям. Ich verspreche immer den Menschen, что я буду просить Бога. Dass ich Gott bitten werde. Чтобы он исцелил человека. Damit er den Menschen heilt. И об этом учит Библия. Und die Bibel lehrt uns darüber. Но я никогда не обещаю, aber ich verspreche nie, что я кого-то исцелю. Dass ich irgendjemanden heilen werde. Каждый раз, jedes Mal, даже перед собранием, sogar vor dem Gottesdienst, я очень много молюсь. Bete ich sehr viel. Молюсь дома. Ich bete zu Hause. Очень много часов. Und zwar sehr viele Stunden lang. Умоляя Бога о том, ich bitte Gott darum, чтобы он проявил сострадание, dass er wirkt, и коснулся, und dass er berührt, своей силой тех людей, dass er die Menschen, dass er Menschen mit seiner Kraft berührt, которые больны, und zwar die Menschen, die krank sind.